Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Let's Play War Thunder Part 31 mit mir, eurem Hefi Let's Play. So, ich muss mal ganz kurz gucken, wir haben 120 FPS. Ich werde mal schauen, dass ich für euch dieses Video mal ausnahmsweise in HD und in 60 Bildern pro Sekunde hochladen kann. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich versuch's einfach mal. Okay? Ja? Gute Idee? Ja, finde ich auch. So. Was machen wir? Wir fliegen heute das berüchtigte Battle Rating 4.0 von der Royal Air Force. Warum berüchtigt? Weil es böse ist. Warum ist es böse? Wegen den scheiß 20 mm Kanonen, die diese Drecksflugzeuge auf diesem BR haben. Und eigentlich, damit ich auch ein bisschen beweisen kann, dass dieses Battle Rating richtig arschig ist eigentlich. So, den ersten haben wir. Oh fuck, jetzt werden wir natürlich schon beschossen. Das hat natürlich irgendeinem aus dem Gegnerteam gar nicht so sehr gefallen, dass wir gerade einen seiner Kollegen gemeuchelt haben. Mal schauen, wie lange sie brauchen, um zu bemerken, dass sie mich nicht austürmen können. Vor allem die Spitfire hier, die versucht's. Sie, was sagen wir? Sie versucht's wenigstens. Ja, das ist eine gute Aussage, finde ich. Sie hat es wenigstens versucht. So, bis wir uns hinter sie gesetzt haben, nochmal eine Salve durchgezogen haben und der das dann leider auch schon den Rest gegeben hat. Malheur. So, mal gucken. Oh Gott, das Ding ist aber auch wendig, dieser Heinkel. Na, jetzt müssten wir sie aber auch haben, genau. Und das dürfte so von dem Ding schon ge Das dürfte es auch für das Ding schon gewesen sein, eigentlich. Ja, schön durchgezerrt. Das war schwarz. Zerr weg. Abschlusshilfe. Schade. Ich wollte ihn eigentlich haben. Eine Typhoon. Ja, aber nur die Kleine mit den 12-7ern. Das war gleich mal 12 Stück davon. Aber ich meine, trotzdem sind das kleine Dinger. Die machen nicht allzu viel. Hier haben wir jetzt eine Focke Wulf. Das Ding ist gefährlich. War gefährlich. Wohlgemerkt, wir sitzen noch in unserem ersten Flugzeug, sind auf Platz 1. Ja, Platz uno oce. Und ja, ich hab. Na gut, die anderen haben jetzt auch noch nichts verloren. Das ist jetzt. Habe ich hier nicht Reload? Z, ne? Ja. Gut, Nachladezeit 28 Sekunden, also ungefähr so viel wie bei einem Bomber. Also die Bomben. Ach, ach nö, ach komm. Ja, hier. Monsieur Verrecker. Den holen wir uns. Das ist keine Bedrohung. Oh, was macht denn der da? Ja, das war der erste Flügel. Jetzt ist er streng genommen eigentlich schon außer Gefecht gesetzt. Ja. Leute, das ist einfach, also wie gesagt, Battle Rating 3.7 von Briten ist OP, ist heftig OP. Deswegen Anhalt an euch, spielt es nicht. So, jetzt haben wir da vorne den P36, wir haben den Hurricane, wir haben die IL-2. Nice. Oh, wir haben das Spitfire, die es mit uns anlegen will. Ja, gut, den habe ich jetzt ein bisschen scheiße im Head-on genommen, aber passt. Wir haben ja noch 9. Ja, ich glaube. So, da haben wir ja natürlich noch das Spitfire Mark IIb. Die hat eine etwas ältere Generation. Da hieß Fano Suiza, nämlich die Mark I Generation. Die wir vorher hatten, die Mark V, die hat ja schon die Mark II Hispano-Suiza und falls ihr nicht wisst, was ich mit Hispano-Suiza meine, diese zwei langen Stöcke, die da aus den Flügeln kommen. Oder die Boomsticks of Doom. Was haben wir hier im Gegnerteam? Aces High. Ah, okay. Sonst noch irgendwas? Johannes, 1, 2, 3, 4. Was eine Lusche. Schon bei dem Namen kommt mir das Kotzen hoch. So.
An alle Zuschauer, die sich davon jetzt beleidigt gefühlt haben, war nur Spaß. So. Ha. Focke Wulf, A-Serie und weg. So, wir diven drunter durch und holen wir uns. Genau. Ah, fick dich, klaut er mir einen Kill. Was ist denn das, eine PBJ oder was? Was will denn die hier? Oh, die Munition ist viel zu viel, viel zu viel leer, genau. Viel zu schnell leer, wohl leer. Och, komm! Drecksgroße. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Och, Abschlüsse. Oh, ja. Hoppala. Meiner. Yep, meiner. Klaut mir nicht die Kills, ihr Drecksrussen. So. Also jetzt nicht die Leute, die scheiß Flieger fliegen, sondern die scheiß Flieger. Ich hab nichts gegen Russen. Russen sind cool. Ich meine, wie kann man was gegen Wodka haben? So. Ah. Was haben wir hier noch? Jagdner. Da hätten wir übrigens einen dieser Drecksrussen. Also Flieger. Na komm, den holen wir uns. Oh, meine Aiming-Skills gerade. Oh Gott, was mache ich denn? Jetzt. So, jetzt bin ich auch mal out of Muni. Cool. Fuck, ey. So, können wir uns hier noch ein paar Kills holen? Da in der Mitte. Ja, Platz 1. So, 9 Kills. 4 Assists, einmal gestorben. 7 Kills, ein Assist, einmal gestorben. Ey Leute, ohne Mist, keiner kann mir erzählen, dass die Briten nicht wenigstens ein bisschen OP sind. Was ist denn das? Eine Heinkel-51. Was will denn die hier? Das ist nicht das Battle Rating, nach dem du suchst. Ah, wunderbar. Ja, mach's nach. Genau. Wunderbar. Hoppala. Malheur. So. Ich meine, klar, wegen ihrer eigentlich recht knappen Kanonenmunition, die man nachladen muss, habe ich natürlich so ein bisschen Probleme mit den Briten, falls es doch mal ein etwas stärkerer Gegner wird. Aber erstens, das Problem löst sich spätestens bei der Mark 9, weil die hat einfach mal doppelt so viel Munition mit. Und zweitens, dadurch, dass sie immer nachladen kann und ich die Mannschaft so geskillt habe, dass die Nachladezeit circa gar nicht ist. Ja. Ist auch das jetzt nicht mehr so das Problem beim Briten. Das heißt, falls ihr echt eine voll ausgebaute Britenmannschaft habt, ist es quasi unbesiegbar in der Luft. Ah, ja, quasi. Hoppala. What a malheur. What a malheur. Das war aber keine Absicht, ey. What a malheur. Was ist denn hier? Ich sag's gleich, ja, ich aime schon so ordentlich nach Gefühl. Also von daher, falls ich hier ordentlich nicht treffe, schiebt's auf meine Gefühle. Also man redet von verwirrten Gefühl. Ah, ey, nee, nein, nein. Ich hör auf. Das wird nicht. So. Was natürlich doof ist, sind diese kleinen Dinger, damit macht ihr nichts kaputt, aber falls ihr dann doch die Kanonen habt, wie gesagt, da ist kein Gras wachsen mehr. 14 Kills! Der scheiß Ernst der Lage! Ich krieg's ja selbst kaum mit. So, wollen wir uns mal abschießen lassen? Na komm, hier, Typhoon, einen gebe ich dir. Ach komm, nee, doch nicht. Ja doch, hier, seht ihr, ich hab sogar einen mitbekommen. Ja,
Den habe ich mitbekommen. Da geht noch ein paar mehr. Hoppala. Ja, wir wollen doch hier unser Internet nicht etwa hier bekriegen oder was? Was sind wir denn? Klappenland. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Das ist mir fast zu viel. Fuck. Junge. Komm her. Hoppala, jetzt Klappen wieder einfahren. Ja, Landeklappen machen theoretisch eine Spitfire noch wendiger, als sie ohnehin schon ist. Ah, fuck you. You little snitch, Alter. Oh, Runde schon vorbei. Held der Lüfte. Oh, ups. Malheur. Ey, ich... Oh, nein. Oh. Schön. Gut, das Ganze in Full HD und 60 FPS. Geil. Ja, was haben wir denn nachher? Ja, Vampire. Und ich habe zwei Flieger ruiniert. Ja, nice. Ja, und was sagt uns das? Leiten mir niemals eure Flieger. Sie sehen danach so aus. Komplett zerfledder das Ding, ey. Wie auch immer. Dann würde ich mich mit dem Anblick dieser wunderschönen Mustang... mit dem Anblick dieser... Ew. Ah ja, genau. Mit dem Anblick dieser wunderschönen Mustang verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen von Part 31 von Let's Play War Thunder. Ja, ich liebe dieses Flugzeug. So, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö, tschö.